Moin Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich stelle euch heute bei unserem YouTube-Kanal Modbox eine neue oder erweiterte Ballenpresse vor, und zwar die Pöttinger Impress 125 FC Pro. Ihr wisst, Pöttinger ist standardmäßig schon bei den Ballenpressen vertreten, aber diese Ballenpresse hat eine kleine Besonderheit. Unter anderem hinten der Ballentisch kann man, also quasi die Ablagefunktion kann man ändern und die Ballenfarbe. Wir schauen uns das Ganze erstmal im Shop an. Ihr seht, um es mal zu vergleichen, hier ist eine Pöttinger Impress 125F Pro und die wir heißt FC Pro. Ne? Hier haben wir dann die VC Pro und ganz hinten ist die FC Pro. Was man ändern kann, ist die Wickelausführung. Das ist Standard, also er legt ihn quasi gerade so runter, oder man macht jetzt hier mit Ballendreher. Das habe ich zum Beispiel jetzt bei denen, den wir jetzt euch zeigen werden, genutzt. Und Farben, Folienfarbe ist halt auch das Blau mit dazugekommen, was mich persönlich halt sehr, sehr gefällt. Die Maschine kann halt Ballen pressen, sowohl also nur 125 cm Ballen, entweder gewickelt oder ungewickelt. Ihr habt da keine Möglichkeit, das Pressverhalten zu verändern oder die Größe. Das kann 4000 Liter Ballen pressen, wiegt 7,6 Tonnen, benötigt 130 PS, maximale Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h, und das sind hier, glaube ich, die Reifenhersteller. So, in-game von der Textur her, brauche ich auch nicht sagen, sieht sehr, sehr gut aus, macht echt Spaß, sehr detailreich, deswegen zeigen wir das Ganze mal. Ich habe da hinten noch die andere von Knebeland stehen, die Rundballenpresse, die haben wir euch in einem anderen Video gezeigt, oder werden euch in einem anderen Video zeigen, einfach immer wieder das Block aktivieren, damit ihr nicht verpasst. So, jetzt gucken wir mal eben. Wir können die Ballenpresse anschalten, das Helfermenü, klar, Pickup senken ist logisch. Das automatische Ballen können wir anschalten. Das bedeutet, er legt den Ball automatisch ab. Ihr könnt natürlich sagen, nee, bleib hinten auf der Wickelebene liegen und ihr tragt immer zwei Ballen zusammen. Das könnt ihr natürlich entscheiden, wie ihr wollt. Ich lasse jetzt mal, dass er automatisch ablädt, damit wir da auch was sehen. Dann starten wir das Ganze mal. Die Drehzahl geht hoch und wir fahren einfach mal in die Grasschwarte rein. Ihr seht, in das Gras vernünftig auf. Und wenn er 100 hat, müsste er rein theoretisch dann den Ball auf den Wickelteller legen und anfangen zu wickeln. Ne, ihr seht, er hat keine Vorpresskammer, das heißt also nicht wie der V-Con. Ihr müsst halt wirklich stehen bleiben. Jetzt seht ihr, wickelt er und ich kann jetzt weiterfahren. Und ich müsste eigentlich gleich selbstständig den Ballen dann ablegen. Nur jetzt nochmal die Besonderheit, ihr seht links den Ballen liegen, wie er von der V-Con abgelegt wird. Und jetzt müsst ihr rein theoretisch diesen Ballen einmal umkippen. Zack, ihr seht, es liegt ja hochkant. Ist vielleicht zum Verladen in manchen Bereichen vielleicht ein bisschen einfacher. Ne? Das ist halt die Besonderheit an dieser 125 FC Pro. Sonst ist sie letztendlich genauso wie die im Standardspiel vertreten ist, nur dass ihr hinten halt bei dem Ballenablage halt diese Besonderheit habt. Ja gut, mehr gibt es diesmal eigentlich gar nicht zu sagen, außer dass, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt im Kommentar, wie ihr das findet, gerade mit dieser Ballenumsturzfunktion finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Und dann würde ich sagen, ja, hören wir uns beim nächsten Mal. Euer Christoph von Modbox. Ciao.